88% meiner Zuschauer haben kein Abo. Um nichts mehr zu verpassen, abonniert den Kanal und nehmt als Dank die Glocke mit. Und wenn euch das Video gefällt, zeigt es mit eurem Daumen. Ach, und wenn wir gerade schon dabei sind, folgt mir auch auf Instagram, Facebook, Twitter und Twitch. Danke für euren Support. Yo, somit herzlich willkommen zurück zu Trials Rising. Wir gehen in die Herausforderung rein. So, dein Herausforderer, Veminox. Oder wie man den ausspricht, Niederlagen. Wir müssen ja natürlich die 3 Siege machen. Zeit des Herausforderers, persönlicher Rekord. Das ist aber sehr, sehr, sehr knapp, gell? Müssen wir gucken. Zum Freischalten kaufen. Aber wir haben nicht genug Geld. Ist das ein BMX? Ich dachte, hier gibt es nur Motorräder. Alles klar. So, ja, okay, auch noch eine Strecke, die wir nicht kennen. Aber wie viel dürfen wir zurücksetzen oder so? Oder müssen wir in einem Zug durch? Ist natürlich eben so eine Frage, wie das hier jetzt genau abläuft. Wir müssen doch theoretisch zurücksetzen können, oder? Aber ich gebe mein Bestes, Leute. Ich gebe mein Bestes. Kennen wir die Strecke nicht sogar? Ja, vor allem, ja klar. Ich hatte doch eine Zeit. Also müsste ich sie erkennen. Oh, ein bisschen Zeit vergeudet. Ah, nein. Im Haus zählen Neustarts als Niederlage. Oh nein. Ich dachte, wir sind woanders. Deshalb habe ich ein bisschen langsam gemacht. Aber das war entweder war das weiter hinten oder auf einer anderen Strecke. Ich weiß es eben nicht genau. Das ist jetzt die Frage. Es ist die Frage, ob ich den überhaupt noch hier reinbekomme. Ja, super. Oh je. Ja, toll, er ist ja schon im Ziel. Also, ja, hier steht es ja schon, Niederlage. Ah, das war das mit dem Dixie-Klo. Strecke wiederholt. Ja, und jetzt kann ich nochmal von ganz neu anfangen. Was ging verloren? Möchtest du neu starten? Ja. Also wir können wieder ganz neu starten, oder? Ja, okay, das habe ich jetzt nicht gewusst. Das ist natürlich auch cool. Also können wir quasi, wenn wir es im zweiten Rennen, wäre es dann natürlich ein bisschen blöd zum Neustarten. Oh, na, ja, toll. Ah, nein, oh, scheiße. Nee, das zählt insgesamt 3 Niederlagen. Das heißt, jetzt muss ich alle 3 Strecken wohl auch noch machen. Ja, sorry Leute, ich hab's nicht gewusst, weil ich kenne den Spielmodus nicht. Noch nicht. Ich lerne noch. Oh Mann, jetzt habe ich... Ja, habe ich jetzt ja trotzdem nicht geschafft mit Zurücksetzen. Ist halt natürlich schon ein bisschen übel. Geht wohl auch vielleicht gar nicht. Oh nein. Mal ein bisschen Gas. Kollege. Nein! Unfall. Ja, toll, ich muss jetzt zurücksetzen. Oder? Na ja, toll, jetzt ist er eh wieder voll weit vorne. Ja. Schon im Ziel. Ah, toll. Kann ich trotzdem nochmal anfangen irgendwie? Na, jetzt habe ich ja schon insgesamt 3. Ja, ich hab's halt nicht richtig, ja, nicht ganz gewusst, wie alles funktioniert und so. Oh, ist doch kacke, Alter. Aber nicht nochmal so eins. Komm, wie ist das? Was haben wir hier? Haben wir noch kein Gold? Sind wir da mit einem Squid oder mit einem Rhino gefahren? Ich weiß nicht. Okay. Ich weiß eben nicht, mit welchem Bike ich gefahren bin. Müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht mit dem besser sind. Aber ich glaube, jetzt sind wir vielleicht sogar noch mit dem Squid gefahren. Kann das sein? Weiß nicht. Bin mir etwas... Oh, das war das mit der Wand. Ja, ein bisschen blöd dagegen gefahren. Oh, jetzt ist ja hier Gold noch vorne. Alter, können wir da hoch? Ne, da hätten wir hoch können. Oh, oh, oh. Ah, das war... wow. Alter, okay. Ich wollte nicht so hoch springen, damit ich ein bisschen schneller bin. Aber es war extrem knapp, ey. Aber der eine, der Gold fährt mir weg. Gehen bei dem ab. So.
Ist geil hier mit dem Polizeiauto. Wow. Oh, come on. Ja, wir sind zweimal Gold. Wir fahren zweimal Gold und einmal Silber. Hä, muss ich das verstehen? Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Und der eine fliegt so ein bisschen niedriger. Dadurch kommt er natürlich ein bisschen schneller. Oh. Ja, sind wir ganz schön weit nach oben geflogen, gell? Ich probiere jetzt mal immer so ein bisschen das Gas wegzunehmen. Ja, okay, jetzt nicht. Mega hochgesprungen. Oh nein, das wird auch sehr eng. Die Landung war auch extrem eng. Ey, ich verstehe es ja trotzdem nicht ganz. Wieso hier zwei Goldene mitfahren, deshalb bin ich so etwas irritiert. Ist das irgendwie der Weltrekord oder weiß der Geil was? Hier ein bisschen nach hinten. Genau. Ach, das war sogar Gold. Okay. Das hat mich aber irritiert, weil ich eben nicht quasi Platz 1 war. Ist das eine neue Herausforderung? Komm, wir schauen rein. Der ist doch mal ein nice Yellowstone. Okay, was für eine Strecke war das? Ich weiß es nicht. Wir gucken rein. Oh, aber hier sieht es schon mal besser aus mit der Zeit. Bedeutend besser. So, Moment mal. Ja, kommt da was? Ja, kann gut sein. Oh, hier. Geht zu weit runter. Ja, wieso ist denn der so... Naja, da war was mit dem Sprung. Wieso ist denn der hier so schnell? Oh, das war aber auch knapp. Autsch. So, wo ist er? Alter, ich bin da vorne. Oh, er hat es auch zurückgesetzt. Was geht ab? Alter. Ja, mega weit geflogen. Ich höre da einen schreien, aber der ist schon voll weit weg. Oh, Landung. Hier hätten wir, glaube ich, nicht so hoch springen müssen, oder? Okay, wow. Achtung. Ich glaube, jetzt kommt auch gar nicht mehr so viel Wildes. Wobei, hier ein bisschen aufpassen. Hier geht es nach unten, aber hier müsste, glaube ich, das Ziel auch schon sein. So, das sieht ja schon mal gut aus. Also, wir haben sogar uns ein bisschen gebessert. Wir sind sogar besser geworden als unsere normale Zeit. So. Ja. Das war's jetzt schon. Ich dachte, wir müssen irgendwie so drei Dinger machen. Oder geht das dann insgesamt? Kommt der dann irgendwo wieder oder so? Oder müssen wir einfach mal so ein Rennen zwischen rein machen? Und wir gucken mal. Ey, Tomate. Okay. Tomatenbaron. Da bist du ja! Der Tomatenbaron. Ich habe einen interessanten Vertrag für dich. Schlage Bronze, Baby. Alles klar. So. Oh, neue Strecke. Alter. Lecker. Autsch. Bisschen schneller. Dann wären wir hier... Alter, dann hätten wir voll abkürzen können. Okay. Natürlich auch geil. Scheint, dass die Tomatensauce nicht kleben bleibt. Werfen hier Leute mit Tomaten? Schnell weg, yo. Ich bin noch Platz 1. Bewerf den anderen. Gibt's doch gar nicht. Okay, das war ein bisschen zu spät reagiert. Wir hätten so ein bisschen nach vorne gehen können. Ach so, das ist so eine Wippe. Okay. Aber die hat bei mir nicht richtig ausgelöst beim ersten Mal. So, okay, hier explosive Fässer. Muss man aufpassen. Hier sogar in der Wand drin. Oha. Ach so. Okay. Ich habe gedacht, ich muss da hoch. Das hat mich also ein bisschen irritiert. Ich habe gedacht, okay, jetzt habe ich den Sprung eh nicht geschafft. Oh je, was war da oben? Schießt es mich jetzt weg? Alter.
War ein bisschen komisch geflogen. Nein! Come on! Ja, toll. Super. Alter, guck mal, Bronze-Ding ist um und ganz noch woanders. Ah, es war jetzt keine Gold, gell? Und oh, nicht mal Silber. Alter, wo werde ich hingeschossen? Okay, komm, wir machen nochmal neu. Ja, da sind ein paar Fehler drin. Die Strecke ist sehr... Sie tut schon an vielen Sachen etwas ablenken. Das ist das Üble dabei. So, wow. Das war aber auch gerade ein bisschen knapp. Jetzt war die Landung nicht so gut. Hallo? Hallo? Ja, super. Komme ich denn hier nach oben? Nice! Ja, jetzt bin ich schon mal bedeutend schneller, oder? Jetzt springe ich hier auch rüber. Ja, der hätte man theoretisch nach oben rum gekonnt, wenn man noch ein bisschen schneller gewesen wäre. Ist sehr irritierend hier. Wow. Schön gelandet noch. Musste ein bisschen nach vorne, weil mir das Ding noch so ein bisschen im Weg war. So, wow. Achtung. Hat noch so geklappt hier. So, ah, oh nein, jetzt stoße ich hier. Ja, das ist halt mies, wenn man hier so ein bisschen dagegen stoßt. Eigentlich trotzdem einmal zurückspulen müssen, ne? Hier wird halt mega nach oben geschleudert. Alter! Okay, hier oben sogar. Bin mal gespannt, ob das für Gold reicht. Servus! Nee, eben nicht. Und jetzt halt noch das Zurücksetzen wegbekommen. Das eine Mal. Oh. Okay, das war natürlich nichts. Ich wollte so ein bisschen weniger Gas, damit wir eben... Ja, guck, das war fast ein bisschen zu weit. Oh, das war zurückgesetzt. Man darf nicht zu viel Gas geben, damit man hier früh aufkommt, früh Gas geben kann, damit man eben hier nach oben kommt. Das ist das Wichtige dabei. Ja, weil sonst natürlich sehr viel Zeit verloren hat. Klar, die Landung war ja nicht ganz so gut, deshalb sind wir ja nicht so schön geflogen. So, oh, hier diesmal sind wir ein bisschen besser gesprungen. Ein bisschen besser durchgekommen. Oh nein! Okay, es war mit dem Körpergewicht nicht ganz so gut. Ja, es war jetzt, wir waren oben, ja, okay, aber rein von der Zeit her waren wir eine Sekunde langsamer. Das war halt ein bisschen blöd. Oh, Achtung. Ja, wie sie hier mit Tomaten werfen. Ein bisschen schneller, aber oh, wir müssen, glaube ich, schon noch ein bisschen. Ja, okay, wir haben ja. Ja, das eine mit dem Zurücksetzen, wenn das da... Wow, Alter, der Wheelie gerade. Und ich wollte nicht vom Gas gehen. Weil wir natürlich ein bisschen auf die Zeit achten müssen. Hier war das. Ein bisschen langsam. Nein, jetzt kippt er da nach vorne. Das war ein bisschen zu wenig. War wieder zu wenig. Fast zu... Das war zu viel. Heute. Alter, guck mal, jetzt bin ich eigentlich relativ gut gelandet, aber trotzdem war ich extrem zu langsam. Und hier springe ich, glaube ich, immer ein bisschen zu weit. Also entweder muss man hochkommen oder halt ein bisschen nicht so hoch springen. Oh, mies. Es hat, glaube ich, ein bisschen Zeit gekostet. So, jetzt müssen wir ja gleich aufpassen, wie wir den Sprung ja ansetzen. Oh, schön. Richtig schön. Kommen wir hoch, kommen wir hoch. Oh, Alter, das war... Puh, das war aber schon ein bisschen knapp.
Oh, das war sogar... Müsste Gold sein, oder? Yes. Sehr schön. Und tschüss. Ja, dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns dann im nächsten Part hoffentlich wieder. Bis dahin, wiederschauen und reingehauen.